Servus zu Barbecue aus Franken. In meiner Fleischbox von Oberpfalz Beef war auch ein richtig schönes Stück D-Bone vom Oberpfälzer Wildschwein. Sieht mir jetzt in der Packung ein wenig schlecht. Ich zeige es euch gleich nochmal im Einzelnen. Ich möchte es jetzt zubereiten, aber natürlich nicht einfach so Steak auf die Grillplatte oder auf den Grillrost und rausbraten. Ich möchte ein bisschen was damit machen und zwar ein richtig schönes Sandwich, ein Wildschwein-Sandwich. Und das machen wir jetzt einfach miteinander und nachdem bloß Schwein und Brot auch zu wenig ist, machen wir ein bisschen schöne Balsamico-Zwiebeln mit dazu, so richtig schön oben drauf. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das richtig gut harmoniert. Die leichte Säure des Balsamico, die Zwiebeln, und das Schweinefleisch dazu, das Wildschweinfleisch, das wird sicher gut. Tun wir nicht lang rum, machen wir es. Wie immer am Anfang, kurzer Blick aufs Brett, was wir denn dazu brauchen. Wir haben vom Frühstück übrig noch ein bisschen so ein Baguette, so ein Körnerbaguette, das verwende ich heute als Sandwichbrot. Dann haben wir natürlich das richtig schöne Stück Fleisch. Dann habe ich einen Salat fürs gute Gewissen. Salz und Pfeffer zum Würzen vom Fleisch. Die Dolly-Sauce wird heute der Soßenspiegel sein, quasi, auf dem das Ganze Platz nehmen darf. Und ein bisschen Öl zum Einreiben vom Fleisch. Was natürlich jetzt am Brett fehlt, das sind die Zwiebeln. Die machen wir separat. Die Zutaten für die Balsamico-Zwiebeln sind schnell erzählt. Was haben wir natürlich? Schalotten haben wir da, das sind 250 Gramm. Ach Quatsch, ich lasse es jetzt mit den Gewichtsangaben. Die nimmt ihr unten als ein Rezept, da könnt ihr es euch ausdrucken. Größere habe ich geviertelt und kleinere habe ich eine halbiert. Brauchen wir Salz, wir brauchen Pfeffer, wir brauchen ein wenig Honig, Balsamico natürlich, ein wenig Butter und ein wenig Thymian. Frisch oder getrocknet, ich habe jetzt auf getrockneten zurückgegriffen. Dann brauchen wir Töpfle und was zum Rühren, das schauen wir uns jetzt gleich an. Brauchen wir Hitz, brauchen wir das Töpfle, da geben wir jetzt die Butter rein, die lassen wir jetzt erst einmal ein bisschen flüssig werden. Da geben wir jetzt gleich die Schalotten dazu. Und die dünsten wir jetzt da einfach ein bisschen drinnen an, in der Butter, bis die Schalotten ein wenig weich sind. Das Ganze machen wir bei nicht allzu viel Temperatur, also kleinste Stufe bei mir auf dem Gasgrill. Mal Deckel dazu drauf und ab und zu natürlich rumrühren, aufpassen, dass nichts anbrennt und die Butter vor allem nicht verbrennt. So, jetzt sind ungefähr so 6 oder 7 Minuten vergangen. Ich habe es immer wieder mal umgerührt, es wird schon leicht weich, die ganze Geschichte. Man sieht es also schon, man kann es richtig schön ein wenig zerdrücken. Ja. Dann geht es weiter mit einem Esslöffel Honig, den wir reingeben. Das Ganze wird auch schön verrührt. Dann kommt jetzt ein bisschen Salz dazu, ein bisschen Pfeffer und den Thymian. Boah, riecht das lecker. Und jetzt kommen so 4-5 Esslöffel Balsamico dazu. Und löschen wir jetzt das quasi ab. Und jetzt lassen wir es da drinnen schön ziehen, bis die Zwiebeln so richtig schön weich sind und der Balsamico ja eigentlich einreduziert ist. So, jetzt sind ungefähr noch mal so 5 Minuten sind jetzt vergangen. Man sieht also schon, das ist richtig schön einreduziert. Trotz des Deckel, der drauf war, also die Schalotten haben das alles so richtig schön aufgesogen. Ich versuche das jetzt einmal, ob wir noch was dazu brauchen. Sehr lecker. Zwiebeln haben so einen ganz leichten Biss noch. Genauso will ich es haben. Das tue ich jetzt runter, lasse es ein bisschen abkühlen und dann machen wir mit dem Fleisch weiter. So, und da wollen wir nichts anderes machen, als wie hier die kleine Fettgeschichte ganz leicht ein bisschen einschneiden. Nichts salzen, nichts pfeffern, das machen wir alles dann später. Ein bisschen was von dem Öl gebe ich drauf. Das ist jetzt in dem Fall das Sonnenblumenöl. Und das, wie gesagt, auch nur, damit uns das Fleisch jetzt auch ja nicht anliegen bleibt. Ja, gut ist das schon. Das können wir schon am Grill legen. So, und der ist soweit. Da legen wir das Ganze jetzt einfach mal auf. Und es ist zwar nicht so ganz so wichtig, weil wir ja das Ganze dann aufschneiden, aber ein bisschen Grillstreifen dürfen schon reinkommen. Drehen wir das Ganze mal. Jawohl. Aber nicht das Problem, dass es ein bisschen auf dem Knochen hin und her schaukelt, aber das kriegen wir schon. Auch da drehen wir es ein bisschen. So,
stelle das Ganze jetzt noch ein bisschen auf die Fettseite. Einfach, weil das auch richtig schön knusprig werden darf. So schaut es jetzt aus. Jetzt lege ich es nach oben. Dann gebe ich einen Sensor rein, also wer mag. Ja, aufpassen, dass wir kochen erwischen. Und da lassen wir es jetzt auf, ja, ich sage mal 58 bis vielleicht 62 Grad, da irgendwo zwischendrin, lassen wir es jetzt ziehen. So, das geht relativ zügig, wir sind schon bei 52 Grad, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Brot kurz anzurösten. Das Fleisch oben drehe ich einmal für die letzten paar Grad. Und das Brot ist dann auch soweit, wunderbar. 59 Grad hat es jetzt. Das ist so der goldene Mittelwert jetzt. Jetzt lasse ich es einen ganz kurzen Moment noch liegen, dass ich es auch anfassen kann. Und dann schneiden wir mal die Stücke hier raus und tranchieren das Ganze fürs Sandwich. So, dann schauen wir mal, dass wir das ein wenig vom Knochen bekommen hier. So schaut es innen aus, na, ganz leicht zart rosa am Knochen, aber sehr schön und saftig. Man sieht also schon, da läuft noch Saft raus vom Feinsten. Schneiden wir schöne Scheiben. Dann belegen wir unser Sandwich. Dann geben wir auf die Unterseite schön was von dieser Dolly-Soße. Also wie gesagt, ist momentan so mein absoluter Favorite, was das betrifft. Salatblätter. Dann legen wir unser Fleisch schön drauf. Salz. Wie sagt der Franke, ein wenig, also ein bisschen Pfeffer. Balsamico-Zwiebeln kommen drauf. Auf den Deckel gebe ich auch noch ein bisschen von der tollen Soße. Und ein paar Tomaten habe ich in der Küche noch gefunden. Für einen Farbtupfer. Deckel drauf. So schön kann Essen sein. Fertig ist unser ja, relativ einfaches, aber doch leckeres Wildschwein-Sandwich vom Oberpfälzer Wildschwein vom T-Bone. Ja, mir bleibt jetzt das Probieren und darauf freue ich mich. So, ich hoffe, dass das Ganze jetzt ohne Unfall über die Bühne geht. Sprich, dass ich mir jetzt da nicht. Naja, aber ihr werdet ja dabei sein, ihr kriegt es ja mit. Was ich jetzt habe, die Tomaten läuft davon. Was ich natürlich jetzt mache, ist den Spieß raus. Aber ich habe keine Lust, dass ich mir jetzt irgendwie auch ausstich. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Also, Rind in die hohle Bühne, sagt Klaus immer. Ich probiere es mal. Die Kombi ist sensationell. Also, was soll ich großartig sagen? Das ist echt klasse. Das Schwein ist so richtig, das Wildschwein ist so richtig schön kräftig im Geschmack. Die Dolly-Sauce, die unterstreicht das Ganze so schön. Der Salat fürs gute Gewissen. Körnlerproben mache ich eh. Also das ist jetzt wirklich zu der Geschichte auch wirklich mein Favorit gewesen. So richtig schönes Sandwich mit keiner oben drauf. Ja, die Zwiebeln macht es einfach noch. Wie gesagt, Rezept findet ihr unten. Das harmoniert so richtig super. Ausschauen tut schön, schmecken tut schön, gefallen hat es euch hoffentlich. Wenn ja, dann gebt mir vielleicht, wenn ihr mögt, einen Daumen nach oben. Wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, schreibt dann unten in die Box rein. Da taucht das Logo auf. Da klickt ihr drauf, wenn ihr den Kanal abonnieren wollt. Ich hoffe, ihr tut's. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und ich würde mich auch wieder freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen würden. Mittwoch, 18 Uhr, neues Rezept, sowas oder ähnliches. Ich esse jetzt ein leckeres Sandwich. Wir sehen uns. Ich bleibe euer Sven. Tschüss. Boah. Das ist so geil.